Hallo, ist der Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Heute mal eine Sonderdurchsage hier. Ich bin mal mit offenem Haar, ne? Wurde ich auch mal gefragt, ob ich das auch mal mache. Warum nicht? Kann ich heute mal machen. Ich wollte euch informieren über eine Sondersendung, die wir jetzt wieder am Wochenende haben. Am Samstag, den 14.07.2012. Ab 13 Uhr unserer Zeit hier, zentrale europäische Zeit, mitteleuropäische Zeit heißt es. Und diesmal haben wir wieder ein brisantes Thema, nämlich Hartz IV. Ist ja klar, die ersten beiden Stunden, das heißt 13 bis 15 Uhr, machen wir auf Deutsch, zu den Themen eben Hartz IV, Gegenmaßnahmen, alles, was da an Ungeheuerlichkeiten gibt. Und da gibt es unglaublich viele, aber auch wieder sehr viele Zuschriften bekommen von allen möglichen Leuten. Und die werden wir auch teilweise dort diskutieren können. Und natürlich haben wir da auch wieder die Gäste, ne? Michael Lange vom Hölderlin-Blog, der mit mir zusammen dann in dieser Sendung moderiert. Und natürlich dann auch Labarababa hatte gesagt, er wollte auch mit rein. Er will uns noch ein bisschen seine Gedanken mitteilen zum Grundeinkommen, was ich auch interessant finde, dass wir darüber mal sprechen in meiner Sendung. Also schaltet bitte alle ein. Und diese Sondersendung findet statt im Rahmen von dem United We Win Marathon Übertragungen. Die gehen ja weltweit, immer von einer Zeitzone zur anderen. Und ich starte jetzt wieder diese Sendung am 14. Juli 2012 ab 13 Uhr. Und das läuft diesmal über den OYM Radio in Irland. Ja, das sind auch Partner bei uns im United We Win, United We Strike Team. Und ich werde die ganzen Übertragungslinks dann hier bei der Videobeschreibung unten mit reingeben. Es werden uns auch andere Sender mit simultan übertragen. Ich arbeite daran, dass ICRN uns überträgt und UWS und WSR wird zumindest ab dem englischen Teil, der startet dann ab 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr, noch dann da hineinkommen. Da werde ich also auch mit Alan und Steve, ich komme schon fast hier mit dem Englisch durcheinander, über die europäische Situation diskutieren, auch über die London Olympics, was dort los ist. Und die haben ja auch ihre Informationsquellen dort vor Ort. Und da werden wir uns also mit austauschen darüber. Ja, also unbedingt einschalten, hochspannend. Und ich glaube, es wird auch okitalk.com das simultan mit übertragen. Ich werde das heute dann noch mit Ihnen besprechen. Ich habe heute noch eine Live-Sendung bei OkiTalk ab 16 Uhr, 16 bis 18 Uhr. Bitte auch da alle einschalten. Ne? Heute ist ja der 12. Juli 2012. Und vielleicht auch Milen FM aus Luxemburg wird das mit übertragen. Schauen wir mal. Ja, also es gibt genug vielfältige Möglichkeiten. Und wenn ICRN und UWS überträgt, dann kann man das auch auf meiner Radioseite bei wakeness.net Wakeness Radio mithören, ja, und die Chats benutzen und so weiter. Ja, also hochspannend und wichtig, weil wir müssen ja alle was unternehmen, dass wir ja vorwärts kommen hier in unserer Angelegenheit und der Tyrannei ein Ende bereiten. Das ist die Absicht hier und ganz viele, viele Leute aufwecken und solidarisch sein. Also ich freue mich auf euch. Und mal sehen, wie das Video hier gleich dann hochgespielt wird, ne? Wie das aussieht mit den langen Haaren, die ihr hier habt. Sonst binde ich die wieder nachher zusammen. Mensch, das ist ja unglaublich. Also bis dann. Hier ist der Detlef von Wake News TV und Wake News Radio. Ciao, ciao.